Ja, richtiger Moment, du hast es gesagt, sie müssen was tun und 32-13 ist deutlich, denn die 13 Punkte, die kamen viel zu spät und die waren eigentlich eher so, ja, Punkte, die Browns, da haben sie sich nicht wirklich Mühe gegeben, da haben sie nicht mehr Vollgas gespielt. Es war ein geiles Spiel aus Seiten der Browns, es war auch ein gutes Monday Night Football Spiel, aber es ist schade für die Bengals, erstens, dass sie Chase verloren haben und zweitens, dass ja, der Verlust dieses Wide Receivers zeigt, wie eindimensional dieses Team eigentlich ist. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Kann man das einzig und allein auf die jetzt nicht mehr vorhandene Connection Burrow Chase schieben? Es ist eine komische Saison. 4-4 jetzt der Rekord. Also mal hui, mal pfui bei den Bengals. Ja, es ist zu oft Hui, auch in Momenten von Hui. Denn wenn du immer nur eindimensional den Ball versuchst, tief zu gehen, du musst natürlich, wir haben es auf Seiten der Browns gesehen, du musst den Lauf etablieren, du musst Play-Action spielen können, wie zum Beispiel bei dem Lauf von Brissett, dann hast du Möglichkeiten nach rechts, links. Es ist schade. Manchmal merkt man irgendwie so, irgendwas ist da noch ein bisschen, da ist ein bisschen Sand im Getriebe. Bengals Football war letztes Jahr so Highlight-Football gefühlt von Minute 1 bis zur letzten. Jetzt ist es ab und an, aber ab und an ist halt zu wenig.